Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kai! Damit soll ich zum Arzt fahren. Let's Play Flat Out Ultimate Carnage. Immer noch die. Das da. Ob das wirklich sein muss. Das Schlimme an dieser Kamera ist, umso länger die läuft, umso dunkler wird das Bild. Brauche eine neue. Aber die sind mir halt echt zu teuer. Wir werden heute Derby fahren, Derby Bowl 2. Das heißt heute. Naja, je nachdem. Und das wird schon wieder so dunkel. Ich hasse es. Ich hasse diese Kamera. Ey. Ich könnte so am Strahl kotzen. Wahnsinn. Was hier abgeht, du. Frank! Frankie! Nein! Lass mich in Ruhe, verdammt! Willst du Frank? Frankie! Fährt den da hinten an der Wand lang? Ja, damit hätten wir unseren ersten Kandidaten, unseren zweiten Kandidaten. Ich muss hier von der Wand weg. Das fängt doch schon mal super an. Geile Sache. Wie gesagt, aufpassen, dass man nicht zu sehr mit der Front den Gegner berührt, sonst kriegt man selber Schaden. Er sei denn, haut natürlich so rein wie wir. Das ist der dritte K.O. Dieses Auto ist echt übertrieben überpowered, ey. Vierte K.O. Kauft euch nicht den Van, ihr habt keinen Spaß mehr am Spielen. Fünfter K.O. Nein, das war Sichtwechsel. Na gut. Nein, nein! Oh, nochmal Handbremse. Ah, dass jedes Rennspiel seine Handbremse auf der anderen Taste legen muss, ne? Sechs? Ich habe aufgehört mit zu zielen. Ich bin ja noch nicht stark hinten reingefahren. Habt ihr gesehen, was die an Leben verloren hat? Ich weiß nicht, wie ich sagen, Udo Lindenberg würde das super finden, ey. Ich würde es jetzt nicht dominieren nennen. Würde ich nicht machen. Doch, würde ich. Ja, warte, was, wie viel Prozent haben wir schon? Da fehlt noch einer, ne? Und dann am Ende noch die Dings rennen. Die Zeitgeschichten, die habe ich ja gesagt, die fahren wir mit dem letzten Wagen. War eigentlich der Venom mit angedacht. Oh, das wird ein langer Part. Das wird ein langer Part. Da war eigentlich der Venom für geplant, aber anscheinend ist der Venom nicht das schnellste Auto. Zumindest nicht in dieser Version des Spiels. Ich bin mir halt, wie gesagt, sicher, dass der Venom im Flat Out 2 der schnellste Wagen war. Wobei man auch sagen muss, dass das Fahrerfeld im Flat Out 2 auch kleiner war. Also solche wie Lei Bing und sowas, die gab's da gar nicht. Nein, ich fahr lieber hier. Ja! Nein! Oh, oh, oh. Puh. Ganz. Also, ne? Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass das ziemlich knapp war oder so, ne? Aber das war schon ziemlich knapp. Ich sehe nix, ey. Das ist so eine scheiß Straße. Aber wir müssen halt ein bisschen Zeit rausschinden, damit wir nicht gleich wieder von Anfang an vorne wegfahren. Das ist jetzt nicht euer Ernst, Leute, oder? Mein Lieblingslied an der Stelle, ne? Ich wollte es nur gesagt haben, mein Lieblingslied. Ach, Jack, du möchtest mich also überholen? Weil schon, dass vor mir fahren eine ganz doofe Idee ist, ne? Möchtest du vielleicht über die Rampe fahren, Jack? Nein, möchte er nicht, aber ich fahre gerne über diese Rampe. Na gut, parken wir mal ganz kurz hier. Für Runden haben wir zwei. Ist nicht gut, wir sollten jetzt vielleicht uns auch lieber aufs Fahren konzentrieren. Aus dem Holt! Ja, Mann! Ein bisschen um Gas gehen. Und haben wir nämlich gleich ein Cabrio. Da hat ein sehr schöner Holzstamm an dieser Stelle. Der war wieder wunderbar platziert, wie alle Objekte in diesem Spiel, wenn ich versuche, ein Rennen zu gewinnen. Egal, das Spiel World of Tanks. Schäme dich. Schäme dich. Wenn du gerne was mit Panzer fahren möchtest, spiel Battlefield 4. Ne? Ich habe World of Tanks gespielt. Ich habe das Spiel direkt am Anfang gehasst. Ohne Scheiß. Erstes Match. Mal angucken. Oh, wie ist das jetzt so? Ne? Soll ist ja gehypt. Soll ja voll geil sein. Match rein. Runde beginnt. Alle fahren los. Mein eigener Teamkamerad schießt auf mich.
Ich hab sofort deinstalliert, hab so alles klar. Community, der letzte Dreck. Da spielt doch noch. Nein, nicht. League of Legends ist genauso schlecht. Wir hatten im letzten Part das Thema Livestream. Und da ist auch wieder so eine Sache, wo ich sage, dass League of Legends eins der beschissensten Communities hat, die es gibt. Da kam einer rein in die Lobby, der hieß Kumpelblase. Also in die Livestream-Lobby. Und der meinte so, ah, wie geht's? Sag ich so, ey, komm, Kumpelblase, ein Spongebob-Fan, das ist schon mal sowieso ein Pluspunkt für den Jungen. An dieser Stelle benenn dich um, du Arsch. Und hat dann gefragt, was wir so von League of Legends halten. So, haben wir natürlich unsere Meinung gesagt. Ist nicht unser Ding. Ist echt nicht unser Spielprinzip. Ich mag MOBAs nicht. Also, ist halt so. Ich mag das Spielprinzip MOBA nicht. Ich bin bereit für alles andere. Ich hab's auch schon mal ausprobiert, aber MOBAs sind nicht wirklich meins. Aber die wachsen hier unten aus dem Boden, wie sonst was. Aber das Preisgeld von den Turnieren, die hätte ich schon ganz gerne. Also, da könnte ich mir auf jeden Fall eine Kamera leisten hier. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und wie das halt so ist, wenn ein League of Legends Fan hören muss, dass irgendeiner sein Spiel nicht mag, man hat das ja ganz nett gesagt, wird natürlich sofort rumgehatet. Oh, Hundebande, wir sind alles Hurensöhne, wir haben eh keine Ahnung von Spielen. Ja. Das ist die League of Legends Community. Wir haben das jetzt immer. Wenn einer in den Livestream kommt und uns fragt, was wir von League of Legends halten, das kommt immer dabei raus. Wir haben noch nie einen gehabt, der gesagt hat, oh ja, schade, dass ihr das nicht mögt, also ich finde das super geil. Dann kann man ja sagen, oh ja. Aber wir haben noch nie einen gehabt, der dich fragt, wie findest du League of Legends? Und mit einem mag ich nicht, nicht mit Hurensohn geantwortet hat. Was ist mit dieser verkackten Community los? Da wird, das ist da, allein im Spiel wieder rumflamen. Du kommst als Donning rein, du wirst von allen Seiten zugeflamed, was du für ein Abfall bist. Dass du nicht die perfekte Taktik raffst. Wer will so ein Spiel spielen? Ich nicht. Ich mag MOBAs, wie gesagt, allgemein nicht, aber das mag ich besonders nicht. Allein weil die Community der größte Abfall ist. Da doch lieber Call of Duty, ohne Spaß. Da lass ich mich kurz als Hurensohn beleidigen, dann nehme ich den in der nächsten Runde wieder auseinander. Aber das kannst du dir nicht geben, diese Menschen, die da mitspielen. Dennis hat übrigens sein Ex-Kumpel. Hat seine Freundschaft übrigens wegen League of Legends in die Tonne geworfen. Wir sind Vierter. Hätte ich vielleicht auch mal drauf achten sollen. Also, wir haben mit diesem Spiel nicht mal ansatzweise gute Erfahrungen gemacht. Weder mit dem Spielprinzip, noch mit der Community, noch mit zerbrochenen Freundschaften. Das kann Dennis aber. Hat er, glaube ich, im Livestream mal erwähnt. Also, sonst fragt ihr den auch mal. Das möchte ich nicht ausplaudern. Aber es. League of Legends, ne. Was ein Abfallspiel, ohne Spaß. Würde ich für keinen Pfennig der Welt spielen wollen. Außer das Preisgeld, das nehme ich halt wie gesagt gerne. Ja, ihr seid die Größten. Ich weiß jetzt schon, dass ich jetzt die ersten Dislikes kriegen werde wegen irgendwelchen League of Legends Fans, weil wie gesagt, was anderes als Flame und Dislike habe ich bei diesen Leuten noch nie gesehen. Keiner, der vernünftig argumentiert. Niemand weiß nicht, was mit diesen Menschen los ist. Warum fällt dieser Stapel eigentlich jedes Mal um, wenn der erste daran vorbeifährt? Egal. Diesmal haben wir drei Runden und diesmal werde ich nicht rumspielen. Aber wir müssen jetzt ja immer Punkte gut machen, bevor wir wieder rumspielen. Denn wir sind gerade wieder geworden. Nein, komm rum. Die Rampe werde ich nicht nehmen, aus bekannten Gründen. Kartons des Todes, Holzstamme auf Doom. Wir haben hier alles vertreten. Apropos Doom, wann kommt das neue Doom eigentlich raus? Das habe ich mir gestern schon gefragt. Als ich wieder kurz irgendwie ein Gameplay-Stütze gesehen habe. Wann kommt das neue Doom? Da habe ich voll Bock drauf. Wie war das? Genau, die Review von Alter 4 Games zu Bombshell. Da hat er kurz einen Schnipsel von Doom reingepackt. Da dachte ich mir so, ja genau, Doom. Wann kommt das eigentlich nochmal? Das sollte doch auch jetzt irgendwann mal erscheinen, oder nicht? Also 2016 auf jeden Fall. Hoffe ich zumindest. Also ich meine, da habe ich was Leuten hören. Die ersten Gameplays waren ja schon draußen, ich fand die geil. Also, ich habe da auch schon Videos quasi zugemacht. Nein. Achso, hätte ich ruhig noch einen reinhalten können. Scheiße. Hätte ich noch einen verschrottet bekommen. Verdammt. Wir runden wieder gerade ein?
Ich weiß auch nicht, Alter. Der Ray Carter, der ist, war, nee, war das Ray Carter? Ja, ne? Der war doch auch schon Sophias letzter. Ach du Scheiße, die hab ich auch schon überrundet. Okay, da hab ich nichts gesagt. Alter, was ist los mit euch hier? Warum fährst du mir jetzt hinten in die Karre rein? Wo ist mein fucking Wecker? Wollte eigentlich jetzt lieber dampfen, ne, aber... Erster, kaum Geld gekriegt, weil irgendwie keine Gegner vor der Linse bekommen. Jetzt habe ich nicht geguckt, welchen Punktestand wir haben. Aber wir sind zweimal Erster geworden. Ich denke, wir könnten jetzt eigentlich mal wieder ein bisschen reinhalten, würde ich meinen, ne? Ein bisschen reinhalten. Ich würde die Musik sogar laut stellen, ey. Jetzt ist es so zum Kotzen. Diese blöden GEMA-Rechte. Ja, ihr. Das ändert mich aber eher an XK-Games und solche Szenen. Vor den ganzen Patches. Boah. Bin blind! Bin blind! Nein! Nein! Ich sehe nur, wie Jack sich überschlägt. Vielleicht kann ich ja noch einmal. Hat er Glück gehabt. Da hat er Glück gehabt. So, komm. Ray Carter wieder, der hat momentan echt Probleme, du. Nein! Ja, und Sophia hat sich den Wohnwagen gerade mal angeguckt. Vielleicht will sie ja demnächst verreisen, braucht noch einen Wohnwagen. Dachte sie, ja, ich komm, dann guck ich nochmal, wie so ein Ding von Namen aussieht. Mein Segen hat die Frau auf jeden Fall. Alter, finde du. Gut, dass wir hier irgendwann mit der Rennklasse nicht mehr lang fahren. Ich glaube dann. Oh. Ich bitte an der Stelle um Verzeihung. Ey! Also, Doggy Style wollte ich jetzt hier nicht vollführen. Oh, 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 komm, kriegen wir den, kriegen wir den? Oh. Ich liebe das. Einfach mit Vollgas reinfahren. Dafür ist das Nitro mir gedacht. Nicht zum Beschleunigen, sondern zum Ran beschleunigen. Ja, Julian. So, da hat die Kamera sich gerade neu gestartet. Ich weiß nicht warum. Kann ich nur eine halbe Stunde am Stück aufnehmen? Du für eine Kackkamera. Deswegen muss ich gerade kurz synchronisieren. Das ist ja unangenehm. Aber wenigstens habe ich das bemerkt. Nicht, dass ich nachher wieder irgendeinen Part ohne Facecam habe. Ist ja scheiße, ne? Wäre voll scheiße. Ich hoffe zumindest, dass sie jetzt noch läuft, ne? Kann auch sein, dass wir jetzt keine Facecam mehr haben. Ich meine, das Bild würde sich auf jeden Fall nur zum Besseren wenden. Ich überlege gerade, wo packe ich die Facecam eigentlich nachher hin beim Rennen? Da oben haben wir die Rundenanzahl, die ist eigentlich scheißegal. Position. Vielleicht packe ich sie über die Rundenanzahl. Ich schau mal. Entscheide ich dann spontan. Eine Runde haben wir noch. Zweit. Mädchen, das geht da lang. Da ist gerade auch. Hey, hey, hey. Wer ist das? Ach, Katie. Katie, na? Eigentlich müssten wir auch ein bisschen Gas geben hier mit dem Part, ne? Sind ja noch ein paar Rennen, die ich da vor mir habe. Und ich wollte halt, wie gesagt, eigentlich die Parts ein bisschen kürzer halten, weil ich das einfach sonst nicht hochgeladen kriege, diese Scheiße. Ich hab diese Leitung nicht. Ich kann das nicht. Meine Fresse, ey. Nein! Kontrolle wieder verloren. Ich habe ein Handy investiert und verliere jetzt öfter den Wagen als vorher. Ja, macht Sinn, ne? Und jetzt fahre ich hier schon wieder den da vorne. Das ist nicht normal, du. Was ist los mit der KI? Dieser Wagen ist echt schlimm. Dieser Wagen ist echt schlimm. Vielleicht holen wir sogar noch Lay-Bings-Wagen. Wenn wir nachher, wenn wir die Zeit drin anfahren. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, ob das jetzt die letzte Pokalmeisterschaft ist oder ob da noch eine kommt. Weiß es nicht. Yeah. Ach, diese Musik, ey. Im Übrigen, ich habe bei Guitar Hero wieder reingeguckt, weil ich habe ja so viele Guitar Hero Wünsche gekriegt. Ohne Witz, ich krieg Guitar Hero Wünsche. Und was, das ist Wahnsinn. Niemand kommentiert, was er sich so gerne wünscht, was ich mal so machen könnte. Aber Guitar Hero, volle Pulle, gib ihm. Die haben von Bring Me The Horizon Drawn mit reingepatcht. Ich glaube, das hatte ich im letzten Part schon erwähnt, ne? Fällt mir irgendwie gerade so ein. Ja, stimmt, hatte ich im letzten Part schon erwähnt. Aber hier habe ich es auch mal erwähnt. Ich liebe dieses Spiel, ey. Ach, da ist Musik mit bei, da schlägt mein Herz hoch. Deswegen hatte ich mir nochmal die Reviews durchgelesen von dem Spiel. Und alle meinen aber so, ah, geile Rockmusik drin, ist alles so scheiße und Skrillex und alle Gacke. Wenn ich nach Favoriten sortiere und dann so runterscrolle, was ich da an Anzahl besonders, an Liedern schon geil finde, wo Metal-Tracks bei sind, en masse.
verstehe diese Reviews nicht. Da sind die dabei, die hätte es früher in Guitar Hero nicht gegeben. Ohne Spaß. Das sind teilweise Lieder, die sind so heftig, dass ich sie mir fast nicht mehr anhören würde. Also Hammer. Aber John, mein Intro ist ja auch, ist es ja. Also, wer jetzt gesagt hat, ja, was ist denn das für ein Lied? Mein Intro ist Drawn von Bring Me the Rise. Das Lied gibt es jetzt in Guitar Hero Live zu spielen. Leider, aber wie gesagt, die Video, nicht wie gesagt, aber wie gesagt, die Video, was, nicht wie gesagt, nicht wie gesagt, ich habe es nicht vorher gesagt. Auf jeden Fall gibt es die offizielle Videoversion. Und da ist halt so, so eine Stelle drin, wo das Lied unterbrochen wird und so weiter. Nicht so schön. Aber das Lied ist auch ja trotzdem mit drin. Aber wäre mir halt lieber gewesen, hätten sie nicht die offizielle Videoversion genommen. Weil da halt einmal kurz eine Liedunterbrechung drin ist und das reißt dich raus. Das ist als offizielles Video cool. Als Lied nicht. Schade. Aber ja, ist halt so. Was willst du machen? Ist trotzdem ein geiles Lied, Alter. So ein verdammt geiles Lied. Ich will. Nein, nicht die Rampe. Ich möchte dann jetzt auch demnächst wirklich mal Guitar Hero Videos machen. Muss gucken, wie ich das dann mit den Urheberrechten regle. Ob ich das irgendwie rausfiltern kann. Ich schätze mal nicht. Aber ich scheiße eh auf Urheberrechte. Hängt ja so eine Strähne runter. So ein Kack. Ich bin übrigens noch nicht lange wach, ey. Ich müsste mich ja nicht mal fertig machen. Aber scheiß ich drauf. Scheiß ich einfach drauf. Man muss ja auch auf Leute herabsehen können. Ey, deine Frisur ist scheiße. Ey, dein Bart ist scheiße. Ey, dein Gesicht ist scheiße. Ey, deine Schuhe sind auch scheiße. Du siehst meine Schuhe gar nicht. Es sind trotzdem scheiße. Schuh scheiße, ey. Ich hab letztens Kommentar gekriegt, Alter. Egal. Denke ich mir auch so, was hat das eine mit dem anderen zu tun und warum nutzt du deine Zeit nicht sinnvoller, als mir das jetzt zu schreiben, ey? Vielleicht sollte ich auf Hate-Kommentare eigentlich gar nicht mehr antworten. Vielleicht sollte ich die einfach mal stehen lassen. Wir haben ja sowieso schon ewig kein Julian kommentiert Kommentare mehr gemacht. Ich hatte ja auch bisher nur eins, weil ich das ganz lustig fand. Der Typ, der sich auch dann mal wieder gemeldet hat und einen komplett vernünftigen Kommentar geschrieben hat. Das war nicht mal ein Hater. Warum hat das aber geschrieben? Ich verstehe es nicht. Aber da waren eigentlich schon so ein paar Leute wieder dabei. Da hätte man mal ein Video zu machen sollen. Ich komme da halt nie zu. Und ich habe doch nie so Lust zu. Man soll ja Hatern keine Aufmerksamkeit geben. Vor allem dumme Menschen. Und Kevins soll man keine Aufmerksamkeit geben. Aber lustig ist es dann doch wieder. Was machen halt zu viel in letzter Zeit, ne? Dieses ganze Kommentare kommentieren und sich halt dann nur diese Spackos-Kommentare raussuchen. Und dieses ganze Chatroulette-Ding. Warum ist Chatroulette überhaupt wieder beliebt geworden? Das ist eine Sache, wo ich mir denke, was soll die Scheiße? Chatroulette ist eine einzige Klickmaschine. Du machst so lange ein Video von Chatroulette, bis du auf jeden Fall, du kriegst das einfach hin, Titten hast. Die packst du ja dick ins Thumbnail mit so einer Überschrift. 14-Jährige zeigt sich nackt. Am besten hat du den im Caps Lock geschrieben. Damit auf jeden Fall alles draufklickt. Nur so leicht zensiert. Und dann ganz am Ende kommt das so ein kurzes Ding. Ich muss dazu gehen, ihr klickt auch immer ganz gerne drauf. Aber ganz ehrlich, wenn ihr Titten sehen wollt, dann gebt man nicht auf Chatroulette. Da gibt es ganz andere Seiten für. Und die sind nicht schwer zu finden. Den einzigen, den ich wirklich feiere, der Chatroulette macht, ist Flying Uwe. Weil der ist halt noch krass drauf. Der gibt auch immer so ein paar Lebensweisheiten mit. Ich finde den echt geil. Ich habe auch gestern noch, glaube ich, ein paar Videos von ihm angeguckt. Unter anderem natürlich auch zwei Chatroulette-Sachen. Wo auch ein Dampfer bei war. Total krass. Er so, ey, warst du da Modell oder so? Da war das. Er so, ja, nee, ich habe Liquid angemischt. Ja, hier E-Zigarette und so weiter. Hat er ein bisschen erklärt, wie er dann vom Rauchen zum Dampfen kam. Und ich fand das echt krass. Und Uwe hat sich gestern so angehört. Und denke, ey, geil. Ich mag den Typen echt. Ich finde den super sympathisch. Und den finde ich auch super sympathisch, Alter. Was macht ihr denn hier? Alter, was war das denn? Puh. Auf jeden Fall Flying Uwe, den finde ich echt korrekt. Ich überlege auch schon, ob ich den abonniere. Ich abonniere generell schon keine Kanäle mehr. Aber ich merke mir die halt so. Und dann gehe ich immer mal wieder drauf. Und gucke mir dann ein paar Videos an. Like die natürlich auch, wie sich das gehört. Wenn mir ein Video gefällt, like ich das eigentlich immer. Sei es ist irgendein Chatroulette-Video von irgendwelchen anderen Leuten, die dislike ich meistens. Und gucken sie mir dann an. Nee, aber Flying Uwe, den finde ich echt korrekt. Einer der wenigen YouTuber, wo ich auch meinen Adblocker ausmachen würde.
Es gibt Leute, da mache ich extra meinen Adblocker an. Zwei Adblocker. Nur weil sie es einfach meinen Augen nicht verdient haben. Aber es gibt halt wirklich so eine Handvoll YouTuber, wo ich mir sage, ey, ich finde die echt geil, die sind korrekt geblieben, die sind auf dem Boden geblieben. Da mache ich für die auch meinen Adblocker aus und gucke mir dann eben kurz diese 5 bis 10 Sekunden Werbung an. Habe ich kein Problem mit. Wobei ich durch Werbung auch teilweise echt gute Filme schon gesehen habe. Also wenn die Werbung vor YouTube-Videos nicht immer um Filmtrailer handeln würde, hätte ich da kein Problem mit. Aber teilweise irgendwelche Rasierwerbung und so weiter und da irgendwelche Sexspielzeuge für Frauen oder... Was soll ich damit? Ich brauche schon mal nicht. Also nicht ich. Es gibt mir sicher Leute, die sagen, oh, Sexspielzeug. Ja, das brauche ich. Grüße an der Stelle an Dennis. Ne? Aber ich brauche diese Werbung nicht. Und das hasse ich dann. Wegen solchen Sachen hole ich mir dann auch einen Adblocker. Weil mir der einfach um den Sack geht. Aber bei Filmtrailern sag ich mal ja, wenn ich mir über Handys Videos gucke von Leuten, dann aber wirklich nur die ich geil finde, weil ich anderen gönne ich den Profit, den sie von der Werbung kriegen, gönne ich ihnen einfach nicht im Ansatz. Oh, wir sind dreimal vertreten an der Stelle. Aber sonst über Handy habe ich immer mal geile Filmtrailer. So habe ich auch den Film Suicide Squad kennengelernt. Mein Gott, Alter. Im nächsten Part reden wir mal ein bisschen über Filme. Ich habe da ein paar Filme, die will ich unbedingt mir angucken. Und damit hätten wir auch die Meisterschaft abgeschlossen. Und kommt da jetzt noch eine? Ne, das war die letzte. Ich würde sagen, wir werden uns dann jetzt im nächsten Part um die Derbys kümmern, um das letzte Derby kümmern und vielleicht auch nochmal um die Zeitrennen. Die müssten eigentlich auch hinkriegen. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Part. Haut rein. Tschüss. Und wie gesagt, es geht um Kinofilme, die ich geil finden werde. Freue mich drauf.